Ist halt nicht zu fassen. So, dann wollen wir das doch mal direkt unseren guten Freunden. Den drei Kavalieros. Den drei Piraten erklären. Ach ja, ich sollte vielleicht dazu sagen, da ich einen Komplettabsturz hatte von meinem PC, habe ich versucht, so alles so gut wie möglich zu rekonstruieren. Es kann natürlich sein, dass ich noch einige Stellen ausgelassen habe und es nicht komplett rekonstruiert habe. Also nicht wundern. Ich glaube, ich habe mit denen noch gar nicht gesprochen. Wenn das. Achso, ich habe doch schon mit denen gesprochen. Tut mir leid, ich habe es einfach nur vergessen. Ich habe euren dummen Schatz gefunden. Hast du den verlorenen Schatz gefunden, wie? Bist ein kluger Junge. Du darfst das nette T-Shirt behalten. Tja. Danke, ich mal wieder. Und so schnell haben wir uns ein T-Shirt ergattert. Lass uns mit unserem Grog allein. Schau später nochmal rein, erzähl uns, wie es läuft. Oh Mann. Oh weia, oh weia. Ja, dann. Ja, was machen wir denn als nächstes? Lass doch diesen General Smirk mal suchen. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Dann wollen wir mal uns wieder auf den Weg zum anderen Gebiet der Insel machen. Ja, und unseren General Smirk suchen. Brücke. Oh, Brücke. Hässlicher Pirat. Oh Gott. Mal schauen. Oh. Geh zu Troll. Halt. Okay. Du musst weg zur Zahl. Wie viel kostet der Spaß? Nun, was hast du denn? 30 Goldstücke? Ich will etwas, das wichtig aussieht, aber zu nichts nütze ist. Mein altes, abgegriffenes Erbfolgezepter? Bist du noch blöder, als du aussiehst? Du hast 3 Chancen mehr, etwas Passendes zu geben. Danach freue ich dich auf. Oh, verdammt. Oh, oh, oh. Du kannst nicht vorbei, ohne Wegzoll zu zahlen. Hinter dir, eine Maus. Darauf falle ich nicht rein. Hau ab, du schleimige Seeschnecke. Du kannst nicht vorbei, ohne Wegzoll zu zahlen. Zur Seite. Oh, scheiße. Kein Problem. Ich nehme dann die Abkürzung. Ha. Ja, das habe ich jetzt nicht Bock, nochmal vorzulesen. Es geht auf die Stimmbänder. Wie viel kostet denn nochmal der Zoll? Ich will etwas... Ach, komm. Nee, also nee. Etwas, was wichtig ist, aber zu nichts nütze ist. Das T-Shirt. Das ist ziemlich nutzlos. Aber trotzdem nicht das, was ich will. Oh, und ja, das sollte ich, glaube ich, sein lassen. Ah. Geben wir ihnen einfach mal alles, was wir im Inventar haben. Ah, roter Hering. Okay, geh weiter. Na, und so schnell haben wir ihn überlistet. Betrug! Und Moment mal. Dann wollen wir mal hier zu den Lichtern gehen. Oh. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, Stans! Previously owned vessels. Oh, oh, oh. Grog-Automat. Grog-Automat. Komm, wir ziehen uns einen Grog. Willkommen in Stans Gebrauchtschiff-Bazar. Ich suche gerade die Heimsphäre nach den schönsten Stücken leicht gebrauchten Transportmittel ab. Sehen Sie sich in Ruhe um. Bin bald wieder da. Stan. Ich will einen Grog-Automat. Nimm.
Das kann ich nicht nehmen. Benutze. Rumpel, rumpel, rumpel. Ding. Nichts. Was mit dem Geld? Rumpel, 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 rumpel. Nichts. Ja, jetzt haben wir ein Goldstück für nichts verloren. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Tja, dann Full Economy. Ziemlich langweilig. Ich meine, man verbraucht kein CO2 oder dergleichen, ne? No. Dann wollen wir nochmal weiter zu dem Haus. Haus. So, nett gekennzeichnet. So, hier zu Schild. General Smirks Bodybuilding Studio. Hey. Preise. Schwertraining 30 Goldstücke. Kanonentraining 160 Goldstücke. Kugeln extra. Entertraining 130 Goldstücke. Enterhaken extra. Gehe zur Tür. Ob wir das alles finanzieren können? Ich werde mal klopfen. Das gehört sich so. Was willst du, du kleine Ratte ohne Rückgrat? Könnten wir wohl eintreten? Mir ist etwas kalt. Wissen Sie, wo der Schwertmeister lebt? Machen Sie doch bitte die Zigarre aus. Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Besser als der Schwertmeister? Du? Du könntest nicht mal halb so gut wie Carla werden. Selbst mit Stunden härtestem Training. Ich erinnere mich, wie Carla und ich im Port Royal kämpften. Die Regierungstruppen hatten uns eingeschlossen. Es sah aus, als sei das unser Ende. Doch dann sagte Carla... Aber ich schweife vom Thema ab. Du bist einfach nicht auf dem richtigen Holz geschnitzt. Das bin ich doch. Das bist du nicht. Bin ich doch. Bist du nicht. Bin ich doch. Ich mag deinen Kampfgeist. Ich tue, was ich kann. Natürlich kostet das eine Kleinigkeit. Wie viel hast du? Ich habe die 30 Goldstücke. Dann sind wir uns ja einig. Dann lass mal dein Schwert sehen. Okay, sehen Sie mal. Das ist ganz nett. Lass uns loslegen. Okay, du Weichling. Zieh dein Schwert und zeig, was du drauf hast. Bursche, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Normalerweise verwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir. Aber durch diese LeChuck-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht, also habe ich keine Wahl. Ich brauche das Geld. Ja, ich sehe, wir müssen ein paar speziellere Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt, das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstückbindung, die ich zwischen uns fühle. Ich lasse dich antreten gegen die Maschine. Maschine? Wird das wehtun? Huch. Geh auf mich los, keine Angst. Du kannst mir nicht wehtun. Abstand, Abstand! Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Nein, erst zustechen, dann ausweichen. Benutze die Rückhand gegen die Vorhand. Wenige Stunden später. Langsam kriegst du den Bogen raus. Noch ein paar Stunden später. Nicht schlecht, du bist gut in Form. Ich öffne dir das wahre Geheimnis des Schwertkampfes. Schwertkampf ist ein wenig wie Liebe. Es ist nicht immer die Taten, sondern die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber die Profis, die erledigen ihre Gegner mit ihrer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche, dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass es uns mal ausprobieren, ja? Okay. Stell dir Folgendes vor. Wir kämpfen ungestüm gegeneinander. So wie Carla und ich damals im Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und ein Gegner sagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Dann antwortest du mit? Ach ja, deine Mutter aber auch.
Das kann mich nicht schrecken. Sie müssen mich verwechseln. Ich bin kein Bauer. Wir machen es mal ganz primitiv. Deine Mutter aber auch. Ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Du solltest antworten mit etwas wie: Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Verstanden? Es ist ein messerstaffer Verstand, der den Kampf gewinnt. Probieren wir es nochmal. Stell dir Folgendes vor. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Mein Schwert hat dir 2 Schnitte im Gesicht verpasst. Ich sage, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik. Du antwortest mit: Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Nein, nein, nein! Das war die Antwort auf die letzte Beleidigung. Das macht hier doch gar keinen Sinn. Die richtige Antwort zu: Mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik, wäre etwas gewesen wie: Dann fuchtel nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Verstehst du? Messerscharf. Nun schlage ich vor, dass du draußen ein paar Beleidigungen lernst. Ich werde dieses Gefühl nicht los, das er mich reingelegt hat. Wahrscheinlich fühlen sie sich jetzt ähnlich. Oh weia, oh weia. Das war ein Appell an die Spieler, beziehungsweise hier die Zuschauer. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht den einen oder anderen Pirat eins über die Mütze hauen können. Oh, jetzt gehen wir einfach wild los wie ein Vandal und schlagen einfach wild los Leute zusammen. Erstmal musst du... Ah, hier, hässlicher Pirat. Dich köpfe ich mir vor. Ah, und, hallo. Und laufe dran vorbei. Dann hier, dann dieser hässliche Pirat. Sag mal, was ist denn hier los? Hey, hoffentlich ist es wichtig. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Junge, du bist hässlich. Was für ein Schwächling. Du schimpfst dich an Piraten. Ich gebe auf, du gewinnst. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Ich schaudere und schaudere. Huhu. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ich bin besser als du. Oh. Jetzt fällt mir aber nicht mehr ein. Den ersten Kampf kann ich gar nicht gewinnen, weil jetzt habe ich keine Beleidigungen mehr. Junge, bist du hässlich. Allein der Versuch, mich so zu beleidigen, ist beleidigend. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Oh! Oh, Tatsache, gewonnen. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Blutrünstiger Pirat. Hallo. Der ist so blutrünstig, dass wir gleich dran vorbeilaufen. Ah, hoffentlich ist das richtig. Schon mal bemerkt, wie ähnlich all diese Straßen sind? Ja, jetzt wo du jetzt sagst. Aber vielleicht sind wir nur übermüdet. Vielleicht sind wir das. Aber mein Name ist Gamers Reedwood. Du bist des Todes. Schien. Oh nein. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Oh ja? Oh, verdammt. Ja, wen hat er mir den Text geklaut? Was ist denn hier los? Ey? Ist ja wie beim Casting. Verdammt. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Verdammt. Huh, huh, huh. Deine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Na, verdammt, das funktioniert nicht. Oh, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Huh, 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 huh. Was für ein Schwächling. Was ist los? Gerade erst mit dem Grundkurs gekommen. Verdammt. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ich glaube, diese Blutdrünstigen sind ein bisschen schwerer. Aber genau darum soll es ja gehen. Ich will neue Sprüche lernen.